Ich rufe auf dann den Tagesordnungspunkt 3. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften. Drucksache 19/5462. Das Gesetz wird eingebracht von Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung hat sehr früh in dieser Wahlperiode einen Bewirtschaftungsplan und ein Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie vorgelegt. Denn Wasser ist eines unserer wichtigsten Güter, und die Gewässerqualität ist besonders zu schützen und zu verbessern. Das heißt, was bin ich zu klein? Zu leise? Seit wann bin ich denn zu leise? Das wundert mich aber sehr. Okay, dann schreie ich jetzt einfach ein bisschen lauter. Das heißt, wir wollen keine Verschlechterung, sondern das Verschlechterungsverbot einhalten und die Reduzierung der Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln wollen wir erreichen. So soll der gute ökologische Zustand unserer Gewässer erreicht und gesichert werden. Bei der Änderung des Wassergesetzes vor, ich glaube, fast 2 Jahren, wo es im Wesentlichen um formale Gesichtspunkte ging, habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass wir uns noch einmal an das Wassergesetz dranmachen, wenn es das Düngegesetz gibt. Das hat dann leider etwas länger gedauert auf Bundesebene. Aber wir haben jetzt das Düngegesetz, die Düngeverordnung, und natürlich legen wir jetzt auch ein inhaltlich geändertes Wassergesetz vor. Besondere Funktion kommt in diesem neuen Wassergesetz der Stärkung des Gewässerrandstreifens zu. Wir wollen künftig nicht nur die 10 m im Außenbereich, sondern auch im Innenbereich eine Breite von 5 m einbeziehen, dort als Gewässerrandstreifen ausweisen. Das dient nicht nur der Gewässerqualität am Ende, sondern auch dem Hochwasserschutz. Und zum Schutz der Gewässer sind im Gewässerrandstreifen künftig nicht mehr zulässig, laut Entwurf, der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln innerhalb von 4 m zum Ufer. Das passt auch zur Düngeverordnung. Das Pflügen im 4-m-Streifen ab 2022 mit der neuen GAP-Periode, die Errichtung und wesentliche Änderung von baulichen und sonstigen Anlagen mit einer Bestandsschutzregelung und vor allen Dingen auch die Ausweisung von Baugebieten. Meine Damen und Herren, das ist ein qualitativ weiter und guter Schritt für die Veränderung des Wassergesetzes und der Verbesserung der Gewässerqualität. Die Landwirtschaft soll und wird künftig einen noch wichtigeren Beitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie leisten. Deshalb wollen wir in der kommenden Förderperiode der GAP ab 2021 ein verbessertes Förderprogramm im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen zur Verfügung stellen. Auch bis jetzt gab es schon die Möglichkeit, ab 5 bis 30 m Gewässer- und Erosionsschutzstreifen entsprechend zu fördern. Wir wollen das qualitativ auf neue Beine stellen, damit auch auf das Programm zugegriffen wird. Der Gesetzentwurf greift auch das Prinzip der Freiwilligkeit auf. So sollen bei der Aufgabe jeglicher landwirtschaftlicher Nutzung von Ackerflächen im 4-m-Bereich ab 2022 ein angemessener Geldausgleich bereitgestellt werden. Im Interesse der ökologischen Gewässerentwicklung wird ein Vorkaufsrecht der gewässerunterhaltungspflichtigen Kommunen für Flächen im Gewässerrandstreifen aufgenommen. Das ist dort auf Wohlwollen gestoßen. Dies wird aktuell flankiert durch die geltende Förderrichtlinie meines Ministeriums, die auch den Flächenankauf durch die Kommunen finanziell unterstützt, sodass sie dann auch Gewässerrenaturierungen wirklich machen können. Ein zweiter Schwerpunkt des Gesetzes
ist der Hochwasserschutz. Durch Bundesregelung wird die geltende hessische Regelung für überschwemmungsgefährdete Gebiete weitgehend abgelöst. Der Entwurf regelt jetzt, dass trotzdem der bisherige Umfang der Gebietsabgrenzung und damit der bewährte hessische Hochwasserschutzstandard beibehalten werden kann. Ich halte das für wichtig, dass es gerade in Zeiten zunehmender Extremwetterereignisse, wie sie durch den Klimawandel befördert werden, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung. Meine Damen und Herren, es ist klar, dass das Wassergesetz und gerade die Regelungen zu Gewässerrandstreifen Bereiche berühren, in denen Interessensausgleich gefunden werden muss. Zuvörderst natürlich zwischen Umweltschutz, also der Ökologie und der Landwirtschaft. Dazu haben wir viele Gespräche geführt, um das auch tatsächlich übereinzubekommen. Die Landwirtschaft wird künftig noch einmal neu gefordert, aber nicht überfordert. Das haben die Gespräche ergeben, auch wegen der Übergangsfristen, die wir vorsehen. Und gleichzeitig ist es ein wichtiger großer Schritt hin zur Erreichung der Ziele, die wir uns im Gewässerschutz auferlegt haben. Und wenn Sie sich das einmal im Reigen anderer Länder ansehen, wird das Wassergesetz wirklich einen entsprechenden großen Sprung machen. Insofern freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss, die ja ab morgen Abend dann bereits wohl losgehen mit der Beschlussfassung über eine Anhörung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Einbringung des Gesetzentwurfs in erster Lesung. Ich eröffne die Aussprache. Frau Kollegin Löbe, SPD-Fraktion, hat das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste! Mit dieser Novelle des Hessischen Wassergesetzes macht unser Land einen überfälligen Schritt in die Gegenwart. Doch das Papier geht nicht weit genug und verfehlt klar eine zukunftsweisende Wirkung. Ich kritisiere den halbherzigen Vorschlag zur Änderung der Gewässerrandstreifen, den § 23 des Gesetzentwurfs. Das mache ich jedoch nicht exklusiv. Auch die Umweltverbände haben bereits, allen voran NABU und BUND, sich kurz zu den zu kurz greifenden Regelungen geäußert. Sie haben es in den Ihnen vorliegenden Stellungnahmen und den veröffentlichten Pressemitteilungen nachvollziehbar dargelegt. Was soll nun positiv im vorliegenden Gesetzentwurf einer Landesregierung mit grüner Beteiligung verändert werden? Positiv ist, dass Sie den Begriff des Gewässerrandstreifens weiterfassen und es auch eine 5-Meter-Zone im Innenbereich geben soll. Positiv ist, dass auf dem Gewässerrandstreifen im Innen- und Außenbereich Verbote gelten sollen, die über die Schranken des Wasserhaushaltsgesetzes hinausgehen. Das Verbot der Lagerung und des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, das Verbot der Errichtung von baulichen Anlagen, das Verbot der Ausweisung von Baugebieten. Aber ausgerechnet die Lagerung und den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wollen Sie nur auf den ersten 4 Metern des Gewässerrandstreifens verbieten. Hier zeigt sich doch eher die Handschrift des Bauernverbandes und weniger des Naturschutzes. In Kleingärten in Uferlagen soll nicht einmal diese Schranke gelten. Bestehende Ackerflächen sollen noch bis zum Jahr 2022 bis an den Gewässerrand heran umgepflügt werden dürfen, danach bis auf 4 Meter. Eine nicht nachvollziehbare Befristung und Begrenzung, letztlich keine Verbesserung des Gewässerschutzes. Die vorgelegte Novelle kann insgesamt nicht über die dürftige und zweifelhafte Einstellung der Landesregierung beim Schutz der Gewässer hinwegtäuschen. Sie offenbart fehlende Logik. Wieder einmal ist keine Linie erkennbar. Verschiedene sich widersprechende Interessen sollen in einem Gesetz vereint werden. Ich mache ein plastisches Beispiel. Es stammt vom NABU. Der Biber ist in Hessen auf dem Vormarsch.
In wenigen Jahren könnten die Tiere an allen hessischen Flüssen heimisch sein. Herr Kollege Reul und Herr Kollege Heinz Lotz kennen die Thematik sicher gut aus Ihrem Wahlkreis. Denn dort gibt es ein hervorragendes Bibermanagement. Vielleicht kommen wir im neuen Jahr endlich zur Behandlung unseres Antrags Bibermanagement in Hessen im Plenum. Fällt nun der Biber in seinem zur freien Gestaltung freigegebenen 4-Meter-Lebensraum nun einen stattlichen Baum mit mehr als 10 Metern Länge, der zwar noch auf dem Randstreifen liegt, aber eben auch im Ackerland? Was passiert dann? Welches Vorgehen empfehlen Sie dem Biber, Frau Staatsministerin? Sollen wir hier dann bald erneut zusammensitzen und darüber debattieren, wie wir die bereits heute absehbare Entwicklung reglementieren und steuern können? Oder erklären Sie dem Biber, ähnlich wie dem Wolf und anderen in Hessen heimischen Tieren, einfach, wie diese sich hier in Hessen zu verhalten haben? In den Erläuterungen zum Gesetzentwurf liefern Sie wichtige Fakten. Sie attestieren den Randstreifen ökologische Funktionen, Wasserspeicherung, Sicherung des Wasserabflusses, Verminderung von Stoffeinträgen, Hochwasserschutz für Unterlieger. Sie beschreiben die strukturreiche Ufervegetation, Geholzsäume, Hochstaudenflure, Gräser, allesamt Lebensraum, Vernetzungs- und Entwicklungskorridor für terrestrische und aquatische Flora und Fauna. Vertrauen Sie Ihrer eigenen Expertise doch. Ziehen Sie daraus richtige und weitreichende Schlüsse. Legen Sie einen Gesetzentwurf vor, der genau diese ökologischen Funktionen wirklich berücksichtigt. Mir fehlt die Vorstellungskraft, wie ein solches Habitat am Gewässerrand aussehen soll, wenn darin zugleich auch tonnenschwere Landmaschinen leben und den Gewässerrand gestalten. Frau Staatsministerin, Sie schreiben, dass nur etwa 2.000 von insgesamt 477.000 Hektar Ackerfläche in Hessen auf Gewässerrandstreifen liegen. Und nun höre ich sicherlich gleich irgendwo Zwischenrufe. Wegen 2.000 Hektar Ackerland macht diese Löber hier so einen Lärm. Richtig, wegen derselben 2.000 Hektar Ackerland, die Ihnen so sehr am Herzen liegen, dass Sie das Ackerland zunächst ganz und später teilweise schützen und erhalten wollen. Seien Sie doch einmal konsequent. Schützen Sie die Gewässerstreifen doch wenigstens auf gesamter Breite. Das ist gerade einmal das ökologisch sinnvolle Mindestmaß. Zahlen Sie den Landwirten dafür meinetwegen auch eine gute Entschädigung, wenn es der Kompromissfindung dient. Denn die Natur wird Sie davon ungeachtet heute und morgen mit der Realität konfrontieren, der Sie sich noch verwehren. Oder soll ich es lieber sagen, in der Regierung beugen? Frau Ministerin, liebe Grüne, ich weigere mich zu akzeptieren, dass unser wohlhabendes Bundesland Gewässerschutzentwicklungsland ist und bleiben muss. Meine Damen und Herren, denken Sie allein an den Iststand bei der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Im geforderten guten Zustand befinden sich derzeit nur 21 von insgesamt 421 hessischen Bächen und Flüssen. Beschämend. Bemerkenswert ist, dass Sie sogar selbst betonen, dass Gewässerrandstreifen eine wichtige Funktion bei der Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie haben. Wir erwarten eine ordentliche Anhörung vor der Verabschiedung des Gesetzentwurfs. Wir sollten uns diesmal auch respektvoll mit den dann eingehenden Stellungnahmen auseinandersetzen. Wir sollten den Anzuhörenden endlich vermitteln, dass Stellungnahmen nicht ungehört verhallen, wie wir das leider oft nach Anhörungen zurückgekoppelt bekommen. Ich appelliere an Ihre Vernunft. Nun haben wir den Gesetzentwurf einmal und endlich auf dem Tisch. 2 Jahre hat dieser Prozess gedauert. Dann lassen Sie es uns auf zukunftsträchtige und konfliktfreie Füße stellen. Alles andere ist unglaubwürdig. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Das Wort hat der Abg. Dirk Landau, CDU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Löber, wir werden noch ganz große Freunde, habe ich den Eindruck. Auch hier bleibt mir jetzt wieder in meinem Redebeitrag eigentlich nichts anderes übrig, als das eine oder andere noch einmal deutlich herauszustellen und eben auch klarzumachen, dass es so, wie Sie es sehen und aufgefasst haben, eben nicht ist. Das vorangestellt will ich sagen, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes gehen wir mehrere Problemstellungen an, kommen aktuellem Bundesrecht nach und nehmen redaktionelle Anpassungen vor. Trotz bereits bestehender enger Vorschriften waren einzelfallweise Probleme mit Pflanzenschutzmitteln und Nitratbelastung im Wasser feststellbar. Auf Bundesebene wurde kürzlich ein neues Düngerecht verabschiedet, das den Eintrag solcher Stoffe in den Gewässerkörper weiter reduzieren oder ausschließen sollte. Wir wollen auch in Hessen weitere Maßnahmen nun ergreifen, um unser Wasser noch besser zu schützen. Wir tun das aber, liebe Frau Löber, abgewogen, mit Sachverstand und orientiert an fachlichen Notwendigkeiten. Nach diesen einleitenden Worten und eines Kommentars möchte ich drei wesentliche Punkte ansprechen. Ich beginne mit dem Wichtigsten, was auch meine Vorredner in einer größeren Breite angesprochen haben, mit den Gewässerrandstreifen. Hessen ist hier, und das, Frau Löber, sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen, mit seiner 10-Meter-Regelung im Außenbereich seit Jahren Vorreiter. Das kam gar nicht vor bei Ihnen. Da wir das Potenzial des Gewässerrandstreifens zum Wasserrückhalt bei Hochwasser, seine Funktion vor diffusen Stoffeinträgen oder seine Wirkung bei der Minimierung des Abtrags von Oberboden kennen, schützen wir ihn in angemessener Weise. So schränken wir zwar die Landwirtschaft im Gewässerrandstreifen beispielsweise durch das künftige Verbot des Pflügens in einem 4-Meter-Streifen ein, lassen aber Ackerbau nach guter fachlicher Praxis generell zu. Damit können unter Beachtung der Regeln des Wasserschutzes mit Implementierung des neuen Düngerechts über 2.000 Hektar weiterhin bewirtschaftet werden. Bei dieser Vorgehensweise, die Übergangsfristen vorsieht, schaffen wir einen fairen Ausgleich, wenn Flächen der Landwirtschaft eben nicht entzogen werden, aber das Wasser auf der anderen Seite noch besser geschützt wird. Meine Damen und Herren, so geht interessensausgleichende Politik. Wir haben uns aus guten Gründen dafür entschieden, den Gewässerrandstreifen nun auch für den Innenbereich innerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen bzw. bebauter Ortsteile einzuführen. Er soll dort 5 Meter betragen und soll dazu beitragen, den Hochwasserschutz zu stärken, bauliche Abflusshindernisse zu vermeiden und innerörtliche Retentionsräume schaffen. Wenn wir die Fluss- und Bachufer im Innenbereich weitestgehend freihalten wollen, dann soll dies aber unter Berücksichtigung von Anliegerrechten geschehen. Deshalb schaffen wir Ausnahmen für bebaute Flächen und kleingärtnerische Nutzung. Deshalb sehen wir ein Abweichungsrecht und/oder einen Entschädigungsanspruch vor, wenn es notwendig ist. Und deshalb achten wir Bestandsschutzregelungen. So, Frau Löber, geht verantwortungsvolle Politik. Ein weiterer Regelungsgegenstand des Gesetzentwurfs, den ich herausgreifen möchte, betrifft die Wasserentnahme an Oberflächengewässern. Gerne wird das Wasser gerade in warmen und trockenen Sommermonaten von Eigentümern, Anliegern und auch Hinterliegern entnommen, um die eigenen Blumen, das eigene Gemüse zu wässern. Aber diese Entnahme kann gerade für die Wässerökologie kleiner Bäche und Gräben schnell zum Problem werden. Vor allen Dingen dann, wenn eh schon der Wasserstand niedrig ist und im Wasserstrom jetzt noch weiteres entzogen wird. Hinterliegern wird daher künftig lediglich auch ein sogenannter Gemeinbrauch in geringen Wassermengen zugestanden. Eigentümer und Anlieger müssen mit Einschränkung ihrer Nutznießung angrenzender Gewässer rechnen, insbesondere dann, wenn dies Witterung und andere Einflüsse auf Wasserstände notwendig machen. Im Kern, und damit kann ich angesichts des Zeitpunktes eigentlich auch schon zum Schluss kommen, im Kern weiten wir mit diesem Gesetzentwurf den Gewässerschutz mit Augenmaß und unter Abwägung aller Sachverhalte aus. Und genau diese Vorgehensweise findet die Unterstützung der CDU-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Landau. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die letzte substanzielle Änderung des Wassergesetzes hatten wir in 2010. Danach gab es ja nur noch, wie Sie selber schon gesagt haben, Frau Ministerin, so Kleinigkeiten. Damals wurde an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes angepasst. Damals kritisierte der Abg. Daniel May von den GRÜNEN zu Recht, dass die Hessische Landesregierung, damals von CDU und FDP, in weiten Teilen das schlechte Wasserrecht des Bundes übernehmen würde. Über das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes sagte er, dass dieses Gesetz, ich zitiere, den Interessen der Industrie entspricht und nicht den Anforderungen an ein modernes Wassergesetz. Weder das Hessische Wassergesetz noch das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes sind in dieser Zeit aber besser geworden. Und auch jetzt ist einer der Gründe, warum das Hessische Wassergesetz geändert werden soll, die Anpassung an das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. Und vielleicht erinnert sich noch jemand, was Anfang dieses Jahres da geändert wurde. Die Kritik des Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz am Wasserhaushaltsgesetz vom Februar dieses Jahres bringt es auf den Punkt. Das Wasserhaushaltsgesetz ist ein Freibrief für Fracking. Und dass mit diesem Gesetz das Schiefergasfracking ab 2021 für ganz Deutschland vorbereitet wird. Kein Wort dazu heute. Das ist nicht meine Aussage. Das ist nicht meine Aussage. Das ist sehr unwidersprochen der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz. Und dazu habe ich hier nichts gehört und auch keine Kritik mehr. Keine Kritik mehr an dem, was da im Bund gemacht worden ist, weil. Auch an anderen inhaltlichen Punkten, die der Abg. May in 2010 kritisierte, hat sich substanziell nicht viel geändert. Das betrifft die Grundwassernutzung, die vor 2010 besser geregelt war als nach der Novelle, oder die Bestimmungen zur sogenannten kleinen Wasserkraft. Was sich geändert hat, sind allerdings die hessischen GRÜNEN. Die versuchen, relativ kleine Fortschritte, Uferrandstreifen mit großen Rückschritten, Fracking als Erfolg zu verkaufen. Einen Moment, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, schlafen Sie nicht ein. Wir bemühen uns, das Problem gleich wieder zu lösen. Und dann sehen wir weiter. Zumindest sehen Sie ja hier bei uns hier oben ist das Licht. Sieht, und, schön, aus. Sieht schön aus. Es geht weiter. Kommen wir zu den Erfolgen. Die gesetzliche Grundlage für breitere Uferrandstreifen und die Erleichterungen bei der Renaturierung der Fließgewässer sind eine Verbesserung. Das war es aber auch schon. Dass Uferrandstreifen gemessen an ihrer Funktion für den Artenschutz und das Überschwemmungsgebiet immer zu klein sein werden, wird den landwirtschaftlich genutzten Tallagen per Gesetz aber auch keine Auenwälder mehr schaffen können, ist allen Beteiligten klar. Dass aber in den zukünftigen 10 Meter breiten Uferrandstreifen auf 5 noch gepflügt werden darf, führt die Idee der Uferrandstreifen ad absurdum. Das Pflügen muss dringend im gesamten Uferrandstreifen untersagt werden. Und das ist allein schon aufgrund der regelmäßigen Überschwemmungen geboten. Ackerbau in Überschwemmungsgebieten entspricht in keiner Weise einer guten fachlichen Praxis, und dessen Verbot darf deshalb auch nicht entschädigt werden, so wie die Landesregierung das vorschlägt. Und warum das Verbot des Pflügens auf 5 Metern erst ab 2022 greifen soll, ist völlig unklar. Wenn ein Landwirt längerfristige Lieferverträge haben sollte, zu deren Erfüllung auch der zu schützende Uferrandstreifen erforderlich ist, kann das über Erteilung von Ausnahmegenehmigungen geregelt werden. Ab 2019 muss das Pflugverbot gelten, und in einer Übergangszeit bis 2022 könnten Ausnahmen beantragt werden. So wäre das lösbar. Ebenfalls sind wir gegen Ausnahmen von Kleingartenanlagen, die oftmals einen größeren negativen Einfluss auf die Gewässer haben als die Landwirtschaft. Die Uferrandstreifen gehören in die Raumordnungspläne, und die Neuanlagen von Gärten direkt an Gewässern sollte man einfach nicht weiter genehmigen. Das ist allein schon unsere Kritik. Wir sind sehr gespannt auf die Stellungnahmen der Verbände. Und ich macht damit jetzt schon einmal deutlich, dass wir auf jeden Fall eine Anhörung dazu haben wollen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir bemühen uns, dass das geregelt wird, aber wir sollten trotzdem weitermachen. Na, Kollege Rudolph, wir sehen, ja, der eine sieht gut, der andere sieht schlechter, der andere sieht gar nichts. Insgesamt sehen wir schon was. Die Frau Kollegin Knell hat das Wort von der FDP-Fraktion. So, also
Das war für Sie ein besonderes André. Frau Kollegin, bitte. Da geht ein Licht auf. So sieht es aus. Ja, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Ich nehme gerne eines vorweg. Meine Fraktion und ich gehen mit großer Skepsis in diese Gesetzesberatung. Skepsis, ja, man hört mich auch im Dunkeln. Skepsis, weil wir uns angeschaut haben, was andere Länder in diesem Bereich gemacht haben und wie es sich ausgewirkt hat. Skepsis auch, weil eine Einschränkung des Eigentums, die die Landesregierung hier durch die Einführung von Gewässerrandstreifen vornimmt, nur mit wirklich guten Gründen vorgenommen werden kann. Insgesamt scheint auch dieser Gesetzentwurf das Misstrauen widerzuspiegeln, das die Landesregierung den Landwirten gegenüber hat. Wasser ist ein hohes Gut und der Schutz des Wassers ein hehres Ziel. Die ergriffenen Maßnahmen müssen aber auch angemessen und geeignet sein, mehr Schutz zu bieten. Nach dem ersten Überfliegen der Gewässerrandstreifenregelung stelle ich fest, dass Ihre Regelung eher strenger ist als z.B. die baden-württembergische Regelung, weil sie keine Ausnahme für Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung vorsehen. Sollte das Gesetz so gemeint sein, dass jeder Straßenkram am Ende zu der 10 Meter Abstandsregelung führt, dann wäre das sicherlich für die Akzeptanz bei den Landwirten kein gutes Gesetz. Insgesamt wird auf das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes ordentlich draufgesattelt, und wir sehen dieses Misstrauen, das Sie hier wieder gegen die Landwirtschaft verbreiten, äußerst skeptisch. Ja, wenn Sie mit den Landwirten gesprochen haben, dann frage ich mich, warum sich jetzt schon Landwirte gemeldet haben, die fragen, warum sie jetzt hier in die Diskussion nicht mehr mit einbezogen werden sollen. Also, die Frage müssen Sie dann schon beantworten. Ich war gestern beim Bauernverband im Gegensatz zu allen anderen Fraktionen. Also, wir haben da Gespräche geführt. Wir sind überzeugt, dass durch technische Lösungen wie etwa das Aufbringen von Düngemitteln mittels Geräten, bei denen die Streubreite der Arbeitsbreite entspricht, auch Verbesserungen möglich sind, ohne die Produktionsfläche drastisch zu verkleinern. Und auch die Veränderungen, die bei den sogenannten Gewässerschauen vorgenommen werden sollen, erschließen sich uns jetzt noch nicht ganz. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Warum man den Bauernverband herausnimmt, ist auch aus der Begründung noch nicht so tiefgreifend ersichtlich. Aber ich hoffe, wir kriegen dazu eine Antwort im Ausschuss. Da werden wir uns ja sicherlich ausführlich austauschen. Und wir werden uns im Rahmen der Gesetzesberatung konstruktiv einbringen und auch intensiv die Anhörungen begleiten und freuen uns auf die weiteren Beratungen. Danke schön. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Löber, ich möchte Sie direkt ansprechen, weil Sie haben uns kritisiert, warum wir uns denn nur auf die 4 Meter beschränken würden. Und Sie haben so markige Worte gewählt wie, es sollte uns doch mehr wert sein, das Thema, wir sollten uns doch treu bleiben. Haben Sie sich eigentlich damit beschäftigt, Frau Kollegin Löber, woher diese 4 Meter kommen, Frau Kollegin Löber? Woher kommen denn diese 4 Meter? Aus der Düngeverordnung, Frau Kollegin Löber, die die Große Koalition auf Bundesebene der ehemaligen Bundesregierung entsprechend verhandelt hat. Insofern können Sie uns doch nicht für das kritisieren, was Sie selbst verhandelt haben auf Bundesebene, Frau Kollegin Löber. Und Frau Kollegin Löber, wenn Sie uns sagen, dass 4 Meter, dass es uns ja so wenig wert ist, darf ich Sie einmal fragen, wie viel wert es der SPD in Niedersachsen war, die Frage Gewässerrandstreifen in Metern? Darf ich Sie einmal fragen, wie viel Meter war denn der SPD in Niedersachsen dieses Thema wert? Einen Meter, Frau Kollegin Löber. Wir machen 4 Meter. Zählen Sie doch hier nichts. Ja, wir machen Politik in Hessen, und die machen wir auch sehr verantwortungsvoll. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht haben. Denn eines ist klar, und da sind wir uns alle sehr bewusst, dass Flüsse und Bäche. Frau Kollegin Löber, ich verstehe, dass Sie angegriffen sind, aber Sie müssen sich damit schon konfrontieren lassen, dass Ihre Kollegen in anderen Bundesländern entsprechend nicht die Politik umsetzen, die Sie hier so fordern. Wir wollen Flüssen und Bächen in Hessen wieder mehr Raum geben. Es wurden viele Fehler gemacht in den 70er Jahren. Flüsse und Bäche wurden begradigt. Teilweise wurde das nicht sehr
bedacht gemacht, sie wurden kanalisiert, sie wurden verrohrt. Wir machen das jetzt sehr aufwendig in vielen, vielen guten Projekten wieder rückgängig. Es braucht den Schutz vor Überflutungen, es braucht den Schutz für Tiere und Pflanzen, den natürlichen Lebensräume. Deswegen sind Renaturierungen so wichtig. Und wir müssen ganz dringend auch die Einträge in die Gewässer verringern. Weil wir reden hier einfach über Einträge, die durch die Bewirtschaftung nah am Gewässer kommen, durch die Landwirtschaft insbesondere. Wir reden über Düngemittel, über Insektizide und andere Stoffe. Wir wollen diesen Flüssen und Bächen in Hessen wieder mehr Raum geben. Wir wollen Moment, Frau Kollegin, meine Damen und Herren, die Summe der persönlichen Gespräche wird zu einem pauschalen Gemurmel. Und das ist dem Präsidium noch zuzumuten, aber der Rednerin nicht. Deshalb bitte ich Sie etwas um Aufmerksamkeit. Wenn Sie schon so spät tagen, dann müssen Sie das auch in Würde ertragen. Hier, die Frau Kollegin Dorn hat das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir wollen den Flüssen und Bächen mehr Raum geben. Wir wollen sie sauberer machen. Und deswegen stärken wir mit diesem Gesetz die sogenannten Gewässerrandstreifen, also die sensiblen Bereiche um die Bäche und Flüsse herum. Das ist ein ganz deutlicher Schritt nach vorne für den Gewässerschutz. Und Frau Kollegin Löber, Sie hatten gesagt, dass es so viel Kritik gibt von Seiten der Umweltverbände. Ich finde es schade, dass das Thema anscheinend so wenig Interesse findet, weil wir reden ja eigentlich über ein Thema, das ziemlich wichtig ist, nämlich über unsere Bäche und Flüsse und die Frage, dass wir sauberes Wasser haben wollen. Frau Kollegin Löber, wenn ich es Ihnen einmal vorlesen darf, die Pressemitteilung vom BUND. Die Überschrift ist Wichtige Schritte in die richtige Richtung, Novelle Hessisches Wassergesetz. Es gibt also durchaus große Zustimmung zu diesem Gesetz. Natürlich gibt es auch im Detail Kritik, das ist normal. Und wir reden hier ja auch über einen Punkt, der wirklich Interessenskonflikte beinhaltet. Das haben ja auch einige hier deutlich gemacht. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir gemeinsam den Weg mit den Landwirten gehen, dass wir gute Lösungen finden. Was wir hier vorlegen, ist ein sehr guter Kompromiss, weil wir sehr viele Gespräche geführt haben, Frau Kollegin von der FDP. Sie machen es sich auch zu leicht, die Fraktion der FDP, wenn Sie sagen, das wäre, schaut in andere Bundesländer, ist alles ganz schwierig. Das ist unsere Pflicht, Frau Kollegin. Wir haben die EU-Wasserrahmenrichtlinie, und es ist einfach schlicht unsere Pflicht. Wenn wir das nicht machen, bekommen wir ein Vertragsverletzungsverfahren. Dann haben wir Strafzahlungen zu machen. Insofern, was ist denn Ihre Alternative? Wie würden Sie denn gerne die Wasserrahmenrichtlinie umsetzen? Dazu kommt leider von Ihnen nichts. Da haben wir noch eine Möglichkeit, Änderungsanträge zum Gesetz zu stellen. Was steht denn konkret in dieser Novelle? Es geht um 5 Meter Streifen im innerörtlichen Bereich, den wir endlich jetzt schaffen. Dünge- und Pflanzenschutzmittel dürfen in diesem 4-Meter-Bereich nicht mehr eingesetzt werden. Nach einer Übergangsphase von 5 Jahren darf auch kein Pflug mehr eingesetzt werden. Das verringert auch deutlich den Eintrag in die Gewässer. Es sollen keine Baugebiete mehr ausgewiesen werden. Es sollen auch keine größeren Anlagen mehr gebaut werden in diesen Gewässerrandstreifen. Und weil wir die Landwirte als Partner verstehen, ist uns auch die Frage von Entschädigung sehr wichtig. Das ist in diesem Gesetz geregelt. Und ganz klar ist, wenn die neue GAP-Periode anstellt. Wir finden es sehr, sehr wichtig, dass wir Fördermittel weiterhin für die Renaturierung haben, für diese Gewässerrandstreifung. Die Kommunen sind bei diesem Thema sehr in der Pflicht. Die müssen entsprechend das umsetzen. Deswegen wollen wir ihnen ein Vorkaufsrecht einräumen. Und zum Schluss ist noch ein Punkt, dass gerade durch den Klimawandel, die in den Sommermonaten viele Bäche einfach so wenig Wasser führen, dass sie austrocknen. Das liegt auch daran, dass bisher man relativ ohne größere Erlaubnis Wasser entnehmen kann für den Gebrauch. Auch da wollen wir es schwieriger machen, nur mit Erlaubnis, damit nicht weiter, gerade in heißen Sommermonaten, unsere Bäche dann austrocknen. Denn das sind ja viele Lebensräume vieler wichtiger Tiere und Pflanzen. Wir haben hier einen guten Kompromiss dargestellt zwischen Gewässerschutz und einer Möglichkeit für die Landwirte, wie wir gut diese Wege gehen können. Ich freue mich sehr auf die Beratung. Selbstverständlich machen wir eine Anhörung, wie wir sie immer tun, und werden uns weiter die Anregungen holen. Aber in diesem Gesetzesprozess sind da schon viele, viele Verbände sehr stark einbezogen worden. Insofern sehe ich dem Ganzen sehr gelassen entgegen. Vielen Dank. Frau Kollegin Dorn, herzlichen Dank. Die Debatte ist beendet. Wir weisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den zuständigen Fachausschuss. Einverständnis.